Hallihallo, Grinders Gaming hier mit der nächsten Folge Stardew Valley. Da wir morgen den nächsten Regentag auf der Ingwerinsel haben und wir da noch die Meerjungfrau-Aufgabe zu machen haben und wir schon mal wieder 2 Tage am Stück im Vulkan-Dungeon waren, dachte ich mir, wir bleiben heute mal wieder hier im Sternzaubertal und gehen ein paar Leute beschenken und bauen den Inselobelisken, damit wir schneller dahin können. Denn ich habe alles dafür. Ich habe auch nochmal gespickt. Ich habe schon so gut wie alles in der Tasche, außer die 5 Iridiumbarren. Also ich brauche 10, habe 5 dabei. Da muss ich noch 5 holen. Dann gehen wir zum Zauberer und holen uns den Obelisken. Ups. Da muss ich nur noch schauen, wo ich das Ding hinstellen will. Yoki, lass mich mal da dran. Hallo. Wieso lässt er mich da? Habe ich die Maschine kaputt gemacht? Ich glaube schon. Der automatische Greifer. Ich habe ihn kaputt gemacht. Wie auch immer ich das geschafft habe, ich krieg alles hin. Also wortwörtlich alles hin. Ja, geil. Scheint wieder zu funktionieren. Habe ihn wieder repariert. Draufhauen hilft manchmal doch bei Technik. Ja, einfach draufhauen, dann geht's wieder. Perfekt. Hätten wir das. Ich habe auch vergessen, wo ich dran war. Ja, doch, eben den Inselobelisken. Den werden wir uns gönnen. Ich muss nur noch gucken, wo ich den hinstelle, was ich dafür wegmache. Die Größe ist, glaube ich, 3 auf 2. Er ist nicht allzu groß, aber die Frage ist halt eben, wo habe ich den Platz? Das weiß ich nämlich nicht. Mal gucken. Irgendwo, wo ich gut drankomme und nicht immer rumeiern muss. Das heißt, ich stelle ihn nicht irgendwo bei den Tieren runter hier, sondern irgendwo oben hin. Wenn nicht, mache ich halt doch ein paar von meinen Bäumen weg. Können wir ja gleich noch gucken. Wir müssen eh mal gucken, bis ich hier geplant habe, ob wir dann noch Zeit haben für Geschenke. Ja. Wenn ich da oben jetzt noch einen Großumbau machen muss, ist mit Geschenke verteilen wahrscheinlich Essig heute. Aber ja, wir gucken einfach mal. Wir sind ja gleich mit den Tieren durch. Und dann geht es weiter im Programm. So. Und es ist unfassbar. Ich habe auf Aufnahme gedrückt und es ist wieder Radau im Hintergrund. Das ist schon irgendwie hart nervig. In letzter Zeit ist echt nur noch Krach. Das hört auch nicht mehr auf irgendwie. Tut mir sehr leid, Leute. Das hört man sicher wieder. Ich habe schon in der Folge vorgestern, habe ich schon gesagt, hoffentlich hört man es nicht. Man hat es trotzdem gehört. Es tut mir im Nachhinein immer noch leid. Ich weiß nicht, was ich anders machen kann. Ich kann den Raum hier nicht noch schalldichter machen, als schon ist. Sonst muss ich hier alles mit so Schalldämmstoff zukleistern. Will ich das? Ich weiß es nicht. Wird wahrscheinlich ein bisschen komisch aussehen, wenn ich das ganze Ding von oben bis unten polster. Das sieht dann eher aus wie so eine Gummizelle. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das förderlich ist für den Mental State, wenn man dann in die Gummizelle sitzt zum Aufnehmen. Ja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich kann dazu nicht viel sagen. Ist ein bisschen ärgerlich mit der Radaumacherei. Aber ja. Wie schon mal erwähnt, ich kann es ja auch nicht verbieten, sonst könnte man mir ja auch verbieten, hier hinzocken und Videos zu machen, ne? Weil ich bin ja in dem Moment auch laut. Beziehungsweise ich gebe auch Töne von mir. Dann könnte man sagen, jo, warum musst du jetzt um die Uhrzeit Töne von dir geben? Dann mach doch du auch keinen Krach oder mach du deinen Krach wann anders. Und dann steht man da und dann wissen beide Parteien nicht, was los ist. Das ist auch doof. Ja. Wir probieren einfach drüber hinweg zu hören. Punkt. Vielleicht kriegen wir es hin. So, jetzt habe ich natürlich mein ganzes Zeug wieder eingelagert. Ich bin ein Held. Die 10 Bananas, die 10 Drachenzähne und die 10 Iridiumbarren. Und dann gehen wir auch sogleich Richtung Magia. Nee, stimmt nicht. Wir gehen erst noch gucken, wo wir das Ding hinstellen. Mensch. Heieiei. Der Kerl ist schon wieder verplant heute. Hierhin? Ah, hier will ich eigentlich die Bäume mal behalten. Da haben wir die Mühle hinten dran, die bleibt auch. Ja, genau, scheppern noch mehr. Mal überlegen, will ich meine Bäume loswerden? Eigentlich nicht. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich habe halt echt keinen Platz mehr irgendwie. Ich habe ja später mal 4 Obelisken. Die müssen ja irgendwo hingequetscht werden. 3 auf 2. Das heißt, ich habe 2, 4, 6, 8, 11 Felder wahrscheinlich.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das reicht ja hier in der Länge dann auch nicht wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier Bäume weg. Nur ein bisschen, nicht alle, nur ein bisschen was. Die ersten zwei Reihen hier vielleicht. So, komm mal her, Zeugs. Ach, da ist schon einer nebendran gewachsen. Da ist schon länger der Boden raus. Schön. Sehr schön. Oh, ist das eine Wohltat, so schnell wie das hier geht mit dem Abbauen, Mensch. Wir machen jetzt hier einfach mal frei. Ups, da nicht. Da doch nicht. Horst Manfred, was machst du? Du bist wieder viel zu übereifrig, Freund. Dein Pferd hast du auch noch hier hingestellt. Steht im Weg. So. Hier machen wir frei. Und dann gucken wir, wie wir hier Platz haben für die Dinger. Und was halt, wenn Platz über ist, dann packen wir hier halt vielleicht nochmal Bäumchen hin oder so. Ich weiß nicht. Müssen wir gucken. Also 3 auf 2. Das heißt 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das wäre einer. 2, 3. Schwierig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, wir könnten sie so nebeneinander stellen. Das würde gehen. Ich kann ja eh noch nicht alle bauen. Aber hier wäre dann einer. Hier wäre Weg. Und hier wäre einer. Und hier wäre einer. Da lassen wir jetzt frei. Da kommt aber der hin. Das sollte ich jetzt eigentlich nicht zubasteln. Und hier wäre noch einer. Dann habe ich zwischendrin aber auch keinen Weg mehr. Aber das wäre ja halb so wild. Und dann könnten wir hier vorne. Oder wir stellen sie nach vorne. Und hier hinten. Die nächsten. Und dann lassen wir hier hinten einfach den Weg. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zum Magier, bevor ich mir noch mehr den Kopf zerbreche. Ich bekomme noch Kopfschmerzen bei der ganzen Denkerei hier. Heuliges Blechli. Da muss man einmal seine grauen Zellen anstrengen und schon raucht's oben raus, du aber böse. So. Jetzt lagern wir mal soweit alles ein, außer das Zeug, was ich nicht mehr einlagern will, was ich brauche. Diese Zapfhähne packe ich mal hier rein. Ich habe, glaube ich, schon irgendwo welche, aber ich habe wieder vergessen, wo. So wie immer. Ja, ich bin ein Profi. Ich bin so professionell. Das ist doch schön. Jetzt gehen wir zum Magier und kaufen uns einen Föhn. Nein, hört. Gott, war das wieder schlecht. Das war so schlecht, als ich dran gedacht habe. Ich habe es trotzdem noch rausgehauen. Genau gewusst, dass der Spruch nicht gut ist. Was haben wir dabei auch gedacht? Nicht so wie immer. Korrekt. So, Magier. Oh, die Edelwicke. Die können wir Jazz vielleicht schenken. Vielleicht mag sie ein Blümchen. Wer weiß. So, moin Meister. Ich muss mal an dein schlaues Buch. Ich muss einkaufen bei dir. Inselobelisk. Bauen. Kostet jetzt 1 Million, aber dafür sparen wir ja auch. Genau, das wäre hier. Der nächste wäre daneben dran. Das passt ja, das ist ja perfekt. Da stellen wir den jetzt aber auch, hätte ich gesagt, hier hin. Den brauchen wir am ehesten. Ja, da ist die erste Million flöten. Aber ja, wie gesagt, dafür haben wir es. Wir müssen ja auch alle Obelisken bauen für die 100%. Also von dem her. Was muss, das muss. Das wird erledigt. So. Jetzt ist Chess nicht mehr da. Ich glaub's ja nicht. Wollt ihr mich veräppeln? Ist sie jetzt nach Hause gerannt? Hoffentlich. So, oh, bei Gewitter Seil springen. Ich gehe wohl doch besser nach Hause. Hat sie sich gedacht. So. Ich liebe Geschenke. Danke dir. Du kannst mit meinen Puppen spielen, wenn du willst. Bürste nur ihre Haare, wenn du fertig bist. Hier ist mein Schwert. Ja, nee, lass mal gut sein. Ich spiele nicht so gern mit Puppen. Nur mit Actionfiguren. Nein, ich. Nee. Hab ich auch nicht gehabt als Kind. Ich hatte nur Kuscheltiere. Kuscheltiere waren immer cool. Puppen, das war nie so meins. Habe ich nie so ganz gerafft mit Puppen spielen. Ja. Ah, Actionfiguren waren auch nicht so unbedingt. Keine Ahnung. Eher Dinos. So Plastikdinos. Das ging ab. Das ging steil. Da konnte man auch richtig Kämpfe gegen seine Freunde machen, ne? So. Wer kennt's nicht, als 4-5-Jähriger im Sandkasten mit den Dinos Geld wetten, welcher Dino stärker ist, ne? Ja, natürlich, was denkt ihr denn? Nein, natürlich nicht. Mann, ich erzähle hier immer Zeug, bis es mal noch einer glaubt.
So, ein schöner Obelisk. Der sieht sehr, sehr nice aus. Da werden wir gleich mal draufdrücken und ihn austesten, ob wir da auch wirklich da landen, wo wir hinwollen. Ich gehe mal stark davon aus, dass es klappt. Ich probiere es aber trotzdem. Einfach nur aus Jux und Dollerei. Schwupp. Und weg sind wir. Und da sind wir. Und jetzt müssen wir natürlich erst auf die Farm wackeln und dann wieder nach Hause teleportieren. Das war aber doch nicht so schlau. Naja, sei dahingestellt. Wir wollen heute ja eh nur noch ein paar Geschenke irgendwo rumschmeißen. Dann ist die Folge für heute auch ziemlich gut verteilt und verplant und durchgeballert, weil. Wo ist mein Pferd? Mein Pferd steht weiter vorne. Es steht ein Pferd auf dem Flur. Entschuldigung. Nein, ich höre wieder auf zu singen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich will das nicht machen. Sonst könnt ihr mich alle wegen Körperverletzung anzeigen und das will ich nicht. So, Darwin, komm mal mit, Freund. Wir gehen in die Stadt. Wir schauen mal, der Stuhl quietscht schon wieder. Ich darf mich nicht so sehr bewegen. Krobus, oh. Da muss ich, glaube ich, noch kurz eine Dingenskirche holen. Weil den kann ich ja safe antreffen in seinem Bunker da. Eine Schattenmajo. Zack. Ja, die restliche Mayo lassen wir drin bis morgen. Es eilt nicht mit der Kohle. Ich habe genug. Entschuldigung. Naja, ich habe einfach zu viel Spaß aus Stardew Valley. Ja. Ja. Doch, auf jeden Fall. Stimmt schon. Wir rollen das Feld von unten auf. Wir gehen jetzt zu Krobus und schmeißen ihm die Mayo am Kopf. Und dann gucken wir nach Alex. Ob wir den irgendwo antreffen. Bei dem Regenwetter sind die eh nicht alle so gut unterwegs, ne? Aber Krobus ist ja eh da. Wissen wir ja eh, wo er ist. So, Schattenmajo. Lass dir schmecken, Freund. Das ist ein fantastisches Geschenk. Für meine Leute ist es eine große Ehre, so etwas zu erhalten. Sehr geil. Ah, die Kanalisation fließt heute schnell. Es wird hier angenehm und feucht, genau wie ich es mag. Ja, okay. Krobus, gönn dir. Ja, da hat er schon 5 Herzen. So, Sebastian. Maru Batterie, Sebastian, gefrorene Träne, Alex. Essen habe ich nicht. Da kriegt er irgendwas. Wieso quietscht der Stuhl die ganze Zeit so doof rum? Was ist denn los hier? Also Sebastian könnten wir locker antreffen. Da ist der Duderino, da brauchen wir schnell eine Pizza. Hoffentlich schaffen wir es. Obwohl, stopp, ich habe den Schlüssel zur Stadt. Ich muss mich gar nicht rumeiern und rumbeeilen. Ich kann überall zu jeder Zeit in alle Häuser rein. Ha. Das nehmen wir mit für Alex. Da gibt es noch eine Pizza. Das war Maru. Demetrius kriegt noch eine Erdbeere. Maru kriegt eine Batterie. Das ist noch für Elliot. Das ist für Alex. Achso, jetzt habe ich fast die gefrorene Träne vergessen. So. Und die Pizza noch hier unten. Wo ist er? Da ist er, Flitzer. Oh yeah, das habe ich besonders gern. Der Regen dämpft alle Geräusche, also kann ich laute Gitarre spielen, ohne dass meine Mutter sauer wird. Hehe. Hier ist mein Schwert. Ja, das dachte ich mir auch mit dem Gitarre spielen. Hat nur nicht so ganz funktioniert, Menschenskinder. So, guck mal hier. Oh, du bist so ein Schatz. Ich stehe total auf sowas. Hallo. Brauchst du etwas? Ich bin ein wenig beschäftigt. Ja, dann geh weiter. Hier ist mein Schwert und tschüss. Stopp, du Rino. Da rennt dann nämlich schon der Sebastian. Stopp. Halt an. Das mag ich am liebsten. Woher wusstest du das? Wenn du Glück hast, siehst du bei diesem Wetter einen Frosch. Quack. Hier ist mein Schwert. Quack. Jetzt ist Maria. Jetzt gehen wir zu Elliot. Clint habe ich auch gerade noch gesehen, aber ich glaube, mit Clint wird ein bisschen eng. Schauen wir mal. Elliot ist daheim. Hallöchen. Horst Manfred, das ist ein wunderschönes Geschenk. Danke dir. Ich habe ein paar wunderschöne Muscheln vor meinem Haus gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die selteneren Exemplare höchst wertvoll sein könnten. Jo. Das hat er alles gesagt, während er Hallo gesagt hat. Habt ihr das gesehen? Der kann was, der Kerl. Der ist sicher Bauchredner. So, Alex, Maru, Demetrius, Clint. Oder soll ich Clint den Diamant jetzt schnell bringen? Den Smaragd? Der ist sicher gleich daheim. Der war ja gerade hier irgendwo auf dem Weg. Wo ist er? Wo ist der hingewackelt? Ah nee, stopp, der ist oben rausgewackelt. Wo ist denn der hin? Wo geht denn der Dienstagabend hin? Clint, was machst du? Yes. Clint. Oh, Abby. Abby.
Wo ist er? Amethyst, Rubin, fertig. Ich liebe so Zeugs, ernsthaft, du bist echt super, Horst Manfred. Das Tal ist im Regen interessanter, findest du nicht? Doch, auf jeden Fall. Mein Schwert zeige ich dir aber diesmal nicht. Ich lasse dich nur eine Anzeige kriegen. So, Alex ist hoffentlich da. Da ist er. Nicht am Pumpen, aber er steht im Zimmer. Das ist cool, danke. Das ist geheim, aber mein Opa liebt Lauch. Hier ist mein Schwert. Ja, du bist keiner, deswegen liebt er dich nicht. Nein, nein, der war richtig übel. Nein, das war richtig. Das war schon assi jetzt. Nee. Ich glaube schon, dass George und Evelyn Alex mögen, sonst hätten sie ihn sicher nicht bei sich aufgenommen. Und George ist ja eine ganz coole Socke, wenn man mal ein bisschen näher kennenlernt. Evelyn sowieso. Evelyn ist ja die liebe Dorf-Omi. Was die mir schon an Zeug in der Post geschickt hat zu futtern und so. Richtig, richtig cool. So, wo seid ihr denn alle? Ach, das ist ja perfekt. Ist das... Oh, wow, Horst Manfred, das haut mich um. Sebastian redet kaum mit mir. Ich frage mich, ob er mich überhaupt mag. Es ist schade, da ich gerne einen Bruder hätte, aber er benimmt sich nicht wie einer. Hier ist mein Schwert. Ich lasse mal die Tür auf. So, Dimitrios. Du gibst mir das? Das ist klasse. Grüße, bleib im Haus, wenn du dich warm halten willst. Oh, 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 ich habe was gesehen. Ist es soweit? Yes. Es wird, liebe Leute. Pierre hat bald Geburtstag, den hauen wir locker auch auf 10 hoch, ich sag's euch. So, jetzt fehlt nur Clint. Ich habe keine Ahnung, wo der hingeeiert ist. Wenn nicht, schenke ich es dem Zwerg. Dann bekommt der Zwerg den Rubin. Das machen wir. Kriegt der Zwerg halt den Rubin. Clint können wir einfacher besuchen wie manche anderen. Deswegen nutzen wir die Sache jetzt aus und geben es dem Zwerg, wenn wir schon hier hochgeeiert sind. Ein Rubin für den Zwerg. So. Hey, ich finde sowas total klasse. Du kannst großartige Sachen in den Minen finden. Ah, Höhlenkarotten-Eintopf, geröstete Höhlenkarotten, Höhlenkarottensuppe und Höhlenkarotten-Gratin. Und ein Höhlenkarottenauflauf, um die Nacht zu versüßen. Was? Ja, das dachte ich mir auch gerade. So, wo ist der Zwerg? Zwerg hat auch 8. Abigail fehlt noch 1, Hades ist voll, Jazz, es geht richtig, richtig gut voran, Leute. Die Liste wird immer besser. Es ist richtig geil. Nice. Freut mich. Aber jetzt gehen wir nach Hause. Ich wollte nach Home und nach Hause gleichzeitig sagen, hab nach Hose gesagt. Wir gehen nach Hose. Wir gehen einfach der Hose nach. Ab ins Bettchen. Morgen regnet es auf der Ingwerinsel, das heißt, wir machen das Meerjungfrauenrätsel. Und da das hoffentlich nicht so lang dauert, da ich weiß, wie es geht, hätte ich gesagt, gut Nächtle. Nein, natürlich nicht. Deswegen hätte ich gesagt, wir gehen dann morgen auch noch ins Vulkan-Dungeon und gucken, ob wir da die andere goldene Walnuss vielleicht finden, wenn wir Glück haben. Hoho. Ich hoffe sehr. Ich bin gehypt. Wenn es mit den Walnüssen rum ist, dann haben wir da auf jeden Fall wieder eine Sache von der Liste gehakt. Sehr schön. Gehen wir schnell zu Lea. Ich sollte mal demnächst ein Porträt von dir machen. Oh Gott, hör auf. Hier ist mein Schwert. Du malst kein Porträt von mir, du. Bloß nicht. Die armen Kinder. Warum auch immer. Wo ist denn eigentlich unser Sohnemann? Da oben brennt der Kamin unbeaufsichtigt. Wo ist er? Ist er wieder bei den Fischen? Natürlich hockt er da. Na Kerl, alles klar. Guck sie dir an. Die Viecher habe ich alle eigenhändig gefangen. Gut. Raus aus der Tür. Dann hätte ich gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid die megamäßig allergeilsten Menschen, die es gibt. Ich hoffe, ihr bleibt so geil oder werdet noch geiler. Jeden Tag ein Ticken geiler werden. Schaut gerne mal auf dem Kanal vorbei, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann bis zur nächsten Folge Stardew Valley. Wie gesagt, wir gehen auf die Ingwerinsel und machen das Meerjungfrauenrätsel, weil es regnet. Ich hoffe, ich krieg's auf Anhieb hin. Da hat schon wieder mein Finger geknackt. Ich weiß nicht, warum ich es jedes Mal schaffe, wenn ich so mache. Wenn ich so mache, knackt immer der Daumen. Fast immer. In jedem vielen Videos ist so ein Knack vom Daumen drin. Ich weiß nicht, ich muss aufhören, diese Klatschbewegung zu machen. Ne? Ich bin jetzt aber wirklich raus. Ich laber schon wieder zu viel Schluss. Wie gesagt, bleibt so geil, wie ihr seid oder werdet noch geiler. Wir hören uns. Ciao, ciao.